Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 107. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren Hoax-Mistress Alexa. Hallo Alexa. Und dem alten Hoax-Master Alexander. Und heute wieder im normalen Sendeformat nach unserer Spezialfolge am letzten Wochenende, den Volksglobuli von Nordzucker, der über 3,5 Stunden langen Zusammenkunft der Wikigeeks mit Hoaxilla. Heute wieder eine normale Folge, die aber von der Länge her, glaube ich, auch nicht so schlecht sein wird. Und mehr verraten wir dabei erst an dem Thema der Woche und machen dann erstmal weiter, ne? Genau. Die Story der Woche. Ja, in der Story der Woche begeben wir uns diesmal auf die Straße und zwar genauer gesagt auf eine deutsche Landstraße. Es ist ja leider so, dass dort immer wieder Unfälle passieren und heute geht es um einen Unfall, der sich ereignet hat, weil doch etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Also der Unfall war relativ schwer, aber der Fahrer konnte noch befragt werden, warum er denn in den Graben gefahren und verunglückt ist. Und er sagte, ein entgegenkommendes Auto hätte ihn total irritiert, weil es von einem Skelett gefahren worden wäre. Und da hätte er sich so erschreckt, dass er dann eben das Lenkrad verrissen hat und den Unfall gebaut hat. Es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass der Wagen ein englisches Auto war und der Fahrer des Wagens saß natürlich auf der anderen Seite und hatte aber ein Skelett als Beifahrer neben sich angeschnallt, weil er es irgendwie transportieren musste. Das war irgendwie so ein Anschauungsobjekt. Und leider hat er dann das für ihn entgegenkommende Auto so irritiert, dass der Fahrer dann einen Unfall gebaut hat. Das ist ja mal eine abgefahrene Geschichte. Ja, schrecklich. Die hätte auch gut zu Halloween gepasst. Ja, habe ich auch hinterher gedacht. Ja. Naja, das kommt leider zu spät. Klären wir mal am Ende auf, ob du uns gerade wieder Schwachsinn erzählt hast genau. Oder eine wahre Geschichte. Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema der Woche wollen wir uns dann dem Thema Waldorf-Pädagogik und Waldorf-Schule noch einmal widmen. Passend dazu war ja der Vortrag Skeptics in the Pub in der letzten Woche hier in Hamburg. Und wir hatten das große Glück, weil wir ihn ja auch schon etwas länger kennen, den André Sebastiani zu diesem Thema befragen zu können, der nicht nur wegen seines Vortrags, sondern auch sonst doch ein guter Experte für das Thema Waldorfschule ist. Mhm. Und mit diesem hochinteressanten Interview werden wir euch dann gleich erstmal ein bisschen alleine lassen. Dann könnt ihr euch das anhören auf alle Fälle, was André dazu zu sagen hat. Also das Thema ist ja schon wirklich vielfach an uns herangetragen worden. Eigentlich wollten wir das noch ein bisschen mehr auseinanderziehen und da einige Folgen drüber machen, aber wir haben uns doch entschlossen, die Waldorfpädagogik direkt quasi vorzuziehen und zwar aus einem ganz bestimmten Anlass, auf den wir dann auch nachher noch kommen werden. Und ich würde sagen, wir hören dann erstmal in das Interview rein, ne? Genau. Ja, André, du hast bei Skeptics in the Pub einen Vortrag zum Thema Rudolf Steiner und Anthroposophie und deren Verquickung mit der Waldorfpädagogik gehalten am letzten Dienstag hier in Hamburg. Vielleicht stellst du dich unseren Hörern nochmal ganz kurz vor und vielleicht auch sagst du mal, warum wir der Ansicht sind, dass du dich mit Schulen ganz gut auskennst. Ja, also ich heiße André Sebastiani, das hast du ja schon gesagt. Ich bin Lehrer in Bremen, komme eigentlich aus dem Münsterland, habe in Münster studiert, bin dann so langsam Richtung Norden gewandert und jetzt in Bremen gelandet, habe ein paar Jahre an der Hauptschule unterrichtet, dann ein Jahr Elternzeit genommen und mich in der Zeit intensiv mit Anthroposophie und Waldorfpädagogik auseinandergesetzt und bin jetzt seit Februar wieder eingesetzt in der Grundschule. Also intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema habe ich mich, weil ich eine Rezension von einem Waldorf-kritischen Buch in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Das war damals das Schwarzbuch Waldorf. Und also mir war dieser ganze esoterische Hintergrund überhaupt nicht bekannt. Und ich habe mich selbst ein bisschen darüber geärgert, dass ich als Lehrer das alles nicht weiß und dachte, das kann doch nicht sein. Und habe dann angefangen, da reinzulesen und dann auch noch etwas wissenschaftlichere Bücher anschließend zur Hand genommen.
Ja, und dann war es irgendwie mein Thema. Ja, der Name Rudolf Steiner ist ja wirklich oft in aller Munde, aber man weiß doch irgendwie so recht wenig über die Person oder man beschäftigt sich zu wenig damit. Was wissen wir denn so über ihn, so als Mensch? Ja, als Mensch ist das relativ schwierig. Also wir wissen noch nicht mal so hundertprozentig genau, wann er geboren ist. Also um das Geburtsdatum gibt es da so einen kleinen Streit, ob es sich da um das Taufdatum oder Geburtsdatum handelt. Am 25. oder 27. Februar wurde er geboren, 1861. Und gestorben ist er 1925 in der Schweiz. Und ansonsten weiß man, dass er wahrscheinlich ein hocharismatischer Mensch war. Und wenn man sich die Lebensdaten anguckt, dann weiß man auch, dass er in einer Zeit gelebt hat, wo hocharismatische Menschen häufig auch ein großes Publikum um sich scharen konnten. Und das hat er auch geschafft. Also ja, er ist über die Theosophie zur Anthroposophie gekommen, die er dann selber gegründet hat. Und ja, also persönlich tue ich mich immer ein bisschen schwer, was über ihn zu sagen, weil man jetzt immer über das Werk auf den Menschen schließen muss. Aber also es gibt schon Anhaltspunkte dafür, dass er eine, na, sagen wir mal, psychisch auffällig war. Also die Anhänger würden jetzt sagen, der hat halt geschaut, und von außen könnte man auch sagen, also da sind schon so Charakterzüge zu erkennen, die in Richtung Schizophrenie oder so deuten. Genauso gut möglich ist aber auch, dass er einfach ein Scharlatan war oder vielleicht auch einfach von allem was. Der Begriff, er hat geschaut, das ist mir am Dienstag im Vortrag, da waren ja auch sowohl ein Waldorf-Lehrer zu Gast, als auch jemand, der sich als Waldorf-Schüler und vor allen Dingen auch als Waldorf-Vater bezeichnet hat. Vielleicht diesen Ausdruck, er hat geschaut, das hat bei mir so ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz ausdrücken, was das bedeutet, wenn Menschen, die sich der Waldorf, ja, Anschauung verbunden fühlen, meinen, wenn sie sagen, er hat geschaut. Ah ja, ja, also in der Anthroposophie ist es so, dass man davon ausgeht, dass es neben der materiellen Welt noch eine geistige Welt gibt und die praktisch gleichberechtigt ist, dass es im Kosmos geistige, ewige Welten gibt und da ist höheres Wissen und dieses höhere Wissen, das kann man mit sogenannten Geistorganen, die muss man als Mensch schulen, also auf die kann nicht jeder zurückgreifen. Und wenn man diese Geistorgane schult, dann kann es einem gelingen, in diese geistigen Welten einzutauchen und dort zu schauen, also ewige höhere Wahrheiten zu sehen. Und der Steiner hat sich selbst also als Seher oder Eingeweihter gesehen und deshalb, also er hat geschaut. Es gibt zum Beispiel dieses Buch aus der Akasha-Chronik, das hat er geschrieben. Er sagt aber, er habe das nicht geschrieben, es beginnt auch mit Anführungszeichen, sondern er habe dieses Buch, so eine Chronik in den geistigen Welten geschaut, also sozusagen da gelesen und dann nur wiedergegeben. Du hast ja auch schon erwähnt, also die Theosophie ist so also eine Grundzutat in der Anthroposophie. Da gibt es ja auch die entsprechende Huxilla-Folge zu dem Thema. Ja, die war Was sehr für schön. andere, danke, Danke. was für andere Zutaten gibt es denn noch bei der Anthroposophie? Aus welchen Elementen setzt sich das zusammen? Ach, das ist ganz schwierig zu sagen. Das kann man ganz gut bei dem Standardwerk bei Professor Zander, Anthroposophie in Deutschland, nachlesen. Also Steiner hat sich da fast überall bedient. Und wenn man es genau nachvollzieht, dann sieht man, dass er relativ wenig ganz eigene Gedanken hatte, sondern sich aus allem, was er so vorfand, sein Weltbild zusammengefügt hat. Und das ist vielleicht auch die große Leistung, dass er, also aus seiner Sicht jetzt oder aus Sicht der Anthroposophen, dass er aus diesen ganzen einzelnen Bausteinen ein riesiges Gebäude, Gedankengebäude zusammen gebastelt hat, das ja auch bis heute bei seinen Anhängern Bestand hat. Jetzt bist du Skeptiker, du bist ja auch Mitglied der GWUP. Ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, Waldorfschulen, das sind Reformschulen, da gibt es keine Noten, die Kinder werden da sehr musisch erzogen, da werden sehr viel Wert auf die, ja, wie soll ich sagen, auf andere Qualitäten als in den, wie die Waldorfschüler auch gerne sagen, Staatsschulen. Was ist dein Problem als Skeptiker denn mit der Waldorfpädagogik? Das klingt ja erstmal augenscheinlich und das, was man so mitbekommt in der breiten Öffentlichkeit, doch alles ganz in Ordnung, wenn man sich das leisten kann, weil man muss ja Schulgeld bezahlen, gibt es doch da eigentlich nichts dran auszusetzen, oder?
Ja, da müssten wir uns mal ein bisschen die einzelnen Bausteine anschauen. Also vielleicht mal beginnen bei Vorstellungen von Karma und Reinkarnation, die vorherrschen. Also Anthroposophen gehen davon aus, dass der Mensch eine Geistseele hat und dass die ewig ist und auch wiederkehrt. Und unsere menschlichen Hüllen, das Vergängliche, ja, die vergehen halt, der Geist bleibt und kehrt dann auch wieder zurück. Und ein Waldorflehrer ist gefragt, seine Schüler auch karmisch zu erkennen und eine Klasse so zusammenzustellen, dass sie eine Schicksalsgemeinschaft, so nennen die das, bilden. Und da habe ich, also da fängt es an, da habe ich ein großes Problem damit, denn da gibt es keinerlei objektive Kriterien, wie man so eine Klasse zusammenstellt. Also das, was der Lehrer sieht, was er an Karma erkennt, das ist dann Gesetz. Das ist so. Und die Vorstellung ist auch so, dass Anthroposophen denken, das Kind sucht sich, also die Seele des Kindes sucht sich die Eltern aus. Und das ist ja eigentlich auch erstmal ein wirklich netter Gedanke, ne? Also ich habe ja selbst drei Kinder, wenn man da sitzt und sich überlegt, die haben sich mich ausgesucht. Und das sind so tolle Kinder, ne? Das ist erstmal ein schöner Gedanke. Aber wenn man zum Beispiel an Missbrauch denkt oder auch Gewalt im Elternhaus, dann ist das Kind eigentlich selbst schuld, ne? Denn es hat sich die Eltern ja selbst ausgesucht. Und da fängt es an mit einem Menschenbild, da möchte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Ja, das ist ein ziemlich perfides System und erinnert mich gerade ein bisschen an The Secret, wo ja Menschen auch das anziehen, was sie selber ja ins Universum ausstrahlen. Das heißt also, wenn du irgendwie ständig das Opfer bist, weil du nicht anders kannst, dann ziehst du natürlich auch irgendwie schlechte Taten auf sich. Also das heißt, du bist immer selber schuld, wenn dir was Schlimmes passiert. Also es ist Ja, schon irgendwie ein richtig. bisschen Und das Ganze ziemlich übel. geht dann auch weiter. Also im Gegensatz zur indischen Karma-Lehre sind die Anthroposophen der Meinung, dass der Lehrer gefragt ist, das Leben der Kinder gemäß dem Karma auszurichten. Also man spielt selbst ein Stück weit Schicksal. Und ja, dieses Karma, was die zu sehen glauben oder meinen, dass das da ist, dem soll das Kind folgen. Und letzten Endes ist es ja das, was der Lehrer dem Kind zuschreibt. Und an der Stelle habe ich ein Problem. Geben denn dann nicht auch die Eltern, die ein Kind auf eine Waldorfschule schicken, ganz schön die Verantwortung ab? Also das klingt so, als wäre der Lehrer wirklich so fast mit die Hauptperson im Leben eines Kindes und würde irgendwie das ganze Leben beeinflussen. Machen sich die Eltern das dann nicht auch irgendwie zu leicht? Aber da möchte ich mir schwer ein Urteil erlauben. Also ich glaube, dass Waldorfeltern im Durchschnitt sich sehr viele Gedanken um den Bildungsweg ihrer Kinder machen. Mhm. Ich glaube aber, dass die möglicherweise zu wenig über anthroposophische Hintergründe wissen. Also ich weiß nicht, kann ich ein kurzes Steiner Zitat vorlesen? Der Klar. Wird halt zum Beispiel auch von körperlichen Gegebenheiten auf das Karma und auf die Person dann letztendlich geschlossen. Und der schreibt zum Beispiel, oder er sagt 1924, also kurz vor seinem Tod in einem Vortrag, ein Kind, das mit den Fersen auf den Boden auftritt, zeigt in dieser kleinen Eigenschaft des körperlichen Sich-Offenbarens, dass es fest im Leben drinnen steckte, in seiner vorhergehenden Inkarnation, dass es sich für alles interessierte im vorhergehenden Erdenleben. Man wird daher bei einem solchen Kinde darauf achten müssen, dass man womöglich die Dinge aus dem Kinde herausholt, denn es steckt viel drinnen in Kindern, die mit der Ferse stark auftreten. Und im umgekehrten Fall dann, dagegen Kinder, die trippeln, mit der Ferse kaum auftreten, die haben in flüchtiger Weise das vorherige Erdenleben vollbracht. Man wird sehen müssen, dass man viel in ihrer Nähe macht, damit sie eben auch viel nachmachen können. Und also da gruselt es mich, wenn ich dran denke, dass ich gucken soll, wie ein Kind auftritt. Zum Teil gucken sich Anthroposophen auch den Zahnstand der Kinder an, um auf die Bildekräfte zu schließen und ziehen dann Rückschlüsse auf geistige Fähigkeiten. Ja, also das. Von den Zähnen, das ist ja echt oh, sehr Ja, ja, ja. abgefahren. Das heißt also, wir haben ja kürzlich eine Folge zur Teleologie gemacht, dass es also quasi nicht wissenschaftliche Kriterien gibt, die also nicht überprüft sind, beziehungsweise nicht überprüfbar sind. Weil natürlich jetzt gerade auf ein Kind läuft natürlich auch ganz viel mit dem Knochenbau und der Muskeln und was weiß ich alles zu tun hat. Und
Anhand dieser quasi völlig unwissenschaftlichen Kriterien wird dann für ein Kind festgelegt, wie die schulische Bildung auszusehen hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so in der Richtung. Also da kommen natürlich noch andere Konzepte dazu. Also zum Beispiel werden die Charaktere ganz grob unterteilt in vier Temperamente, so nennt er das. Da gibt es Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker und Sanguiniker. Also auch nicht unbedingt neu. Nicht wirklich, genau, das kommt von Hippokrates, ist schon 2500 Jahre alt. Und, wobei ja nicht alles Alte schlecht sein muss, aber das ist halt mehrfach überprüft worden. Heute weiß man, dass es diese vier Menschentypen natürlich in der Form nicht gibt. Richtig, ja. Ne? Und jedem Temperament ist dann auch ein Element zugeordnet und entsprechend Krankheiten, zu denen die neigen sollen. Es gibt eine Sitzordnung, nach der man seine Klasse ausrichten soll. Zum Beispiel sollen Choleriker dann immer am Fenster sitzen, weil das Licht dieses cholerische Temperament abmildern würde. Und zwar nicht durch die Helligkeit an sich, sondern das Licht hat eine Wirkung. Also, ne, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Also es ist nicht einfach nur, dass es da hell ist oder so, sondern das Licht wirkt richtig in dem Kind auf den Körper, auf den Geist. Ja gut, was ja, also das Licht auf den Menschen wirkt, hat man ja schon auch nachgewiesen, aber natürlich, wenn es das cholerische Kind in der Form nicht gibt nach dieser Lehre, weil das nicht wissenschaftlich überprüfbar ist, dann wirkt halt das Licht ganz normal und bildet Vitamin D oder so. Ich hätte jetzt zum Beispiel eher gesagt, so rein von der Logik her, ich hätte Melancholiker irgendwie in die Sonne gesetzt, damit die so ein bisschen angeregt werden, nicht mehr so, weiß ich nicht, so schlapp sind oder so, keine Ahnung. Ja. Also da kann man wahrscheinlich drehen und wenden, wie man will. Ja, ich glaube, es ist schon festgelegt. Ich meine, dass da auch was dahinter steckt in der Richtung Gleiches mit Gleichem. Da klingelt gleich die Homöopathie leise an. Und die spielt da meiner Meinung nach auch eine Rolle. Da möchte ich mich jetzt aber nicht ganz festlegen. Okay, jetzt hat man also als Lehrer so seine Klasse zusammengestellt. Wie geht das denn nun weiter? Also wenn ein Kind jetzt im ersten Schuljahr in der Waldorfschule ist, wie läuft denn dann der Unterricht ab zum Beispiel? Also erstmal muss man sagen, dass die Klassen sehr groß sind. Also 36 oder 38 Kinder, ich habe auch schon von 40 Kindern gehört, sind da keine Seltenheit. Häufig gibt es dann so hölzerne Sitzbänke, in denen die sitzen oder auch knien. Und also Steiner geht aufgrund von der eigenen Entwicklungspsychologie, die können wir vielleicht nachher auch nochmal ansprechen, davon aus, dass die Kinder nur nachahmen sollen. Und es ist dann häufig so, dass der Lehrer verdeckt ganz aufwendige Tafelbilder an die Tafel zeichnet. Also das lohnt sich, das mal im Internet nachzugucken, wie solche Tafelbilder aussehen. Das ist wirklich unglaublich. Und vielleicht kannst du uns einmal ein paar Links zukommen lassen. Genau, das können wir dann. Ja, kann ich gerne machen. Und die Kinder sollen das dann abzeichnen oder später, wenn sie schreiben können, dann abschreiben. Da meldete sich gestern nach einem Vortrag eine Waldorflehrerin und sagte, das wäre doch kein Nachahmen. Und dann hat Andreas Lichte, mit dem ich den Vortrag gehalten habe, nachgefragt und gesagt, was ist denn Abschreiben dann? Die sagte nur, Abschreiben. Also das ist natürlich nachahmend und es gibt auch sehr viel so chorisches Sprechen. Also der Lehrer spricht was vor und die 38 oder 40 Kinder sprechen das dann im Chor nach. Also sowas gibt es auch. Mhm. Und ganz wichtig sind auch Mythen und Geschichten, gerade in den unteren Klassen, die aber praktisch nicht unterschieden werden von realen Begebenheiten. Also alles, was ich mir denke, ist nach anthroposophischer Vorstellung ohnehin wahr. Also dadurch, dass ich es denke, wird es automatisch wahr, denn Ideenbilder haben nur eine Berechtigung, wenn sie auf eine Wirklichkeit schließen lassen. Das ist anthroposophische Vorstellung. Und demnach gibt es halt auch die ganzen Sagenfiguren aus Märchen, Feen und Elfen und Dämonen. Das sind reale Wesen nach anthroposophischer Vorstellung. Und auch nicht. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, ne? Weil, also ich finde jetzt so per se Mythen und Märchen in der Kindheit sehr, sehr wichtig. Aber auch die Unterscheidung zwischen Fantasie und Wirklichkeit ist nicht minder wichtig, ne? Also dann zu sagen, irgendwie nur weil ich es mir denke, ist es auch tatsächlich wahr und real, das ist dann das eigentlich Gefährliche an der ganzen Sache. Ja, das sehe ich auch so. Und
Es muss ja halt auch einen Zeitpunkt geben, an dem man magisches Denken bei Kindern, das ist ja, da hast du völlig recht, dass da natürlich einen festen Platz hat, auch abgelöst werden muss durch andere Vorstellungen. Und das versuchen Anthroposophen halt nie zu tun. Also ich habe da Quellen, da wird halt beklagt, dass man nicht mehr wie im Mittelalter diese ganzen Fabelwesen und Dämonen noch wahrnimmt. Und da muss ich sagen, das ist natürlich Voraufklärung. Dann, ne? Also die sehen das als Verlust, ich sehe das als großen Gewinn, dass man nicht mehr an jeder Ecke einen Dämon lauern sieht. Ja. An der Stelle vielleicht nochmal, es waren ja bei deinem Vortrag in Hamburg, also du hast zwei Vorträge gehalten, du hast gestern mit Herrn Lichte noch einen Vortrag zusammengehalten, Ja. waren, habe ich ja schon gesagt, auch ein Waldorflehrer und das Spannende dabei war, er hat natürlich insbesondere der Waldorflehrer, den wir übrigens auch zum Interview geladen haben. Wir hatten ihm die Möglichkeit gegeben, dabei zu sein bei diesem Gespräch. Er hat diese Möglichkeit nicht genutzt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnt haben. Wir wollten also durchaus auch die Gegenseite mal zu Wort kommen lassen. Er hat zum Beispiel gesagt, natürlich dieses Klassifizieren, was du vorhin zum Beispiel über das mit dem Ferse und auf den Zehenspitzen laufen vorgestellt hast, würde gar nicht so stattfinden. Ja. Er hat dann natürlich aber hinterher auch wiederum eingeschränkt, und hat gesagt, aber das gäbe schon auch einen Hinweis auf das Kind. Ich sage noch ein Beispiel. Wir haben dann hinterher auch über Feen und Dämonen diskutiert und haben ihn ja relativ konkret dann angesprochen, hinterher, als sein Vortrag vorbei war, ob er dann an Feen und Dämonen glaubt. Und auch da hat er eher ausgewichen und hat gesagt, naja, also die reine Wissenschaft, der würde er auch nicht vertrauen und er hätte ja keinen Gegenbeweis, dass es Feen und Dämonen nicht gibt. Das heißt also tatsächlich, obwohl sie, wenn du das so nüchtern darstellst, wie du es gerade getan hast und auch in deinem Vortrag getan hast, sie sich angegriffen fühlen, weil sie, glaube ich, merken, wie althergebracht das klingt, sind doch die Waldorfpädagogen genau in diesen Bildern auch verhaftet und verfangen. Also das war mein Eindruck. Das wird dann so ein bisschen anders argumentiert. Du sagst immer, es wird so ein bisschen süß verkleistert. Ja, richtig. Aber das zieht sich so durch. Und du hast ja, um auch hinterher, da wird es sicherlich Kommentare zu dieser Folge geben, du hast dich sehr intensiv nicht nur mit Büchern, mit Werken über Rudolf Steiner beschäftigt, sondern du hast Steiner tatsächlich gelesen, was ich selber ganz schrecklich finde. Ich habe das auch mal versucht und also, dass du da doch größere Passagen gelesen hast, hat mich zutiefst beeindruckt. Und du warst bei verschiedenen Vorträgen, du warst verschiedenen Waldorfschulen. Also, du bist da schon richtig involviert gewesen in die Szene, ne? Ja, also gerade in der Recherchezeit für den Skeptiker-Artikel, den ich im letzten Jahr da veröffentlicht habe, ja, da war ich in mehreren Waldorfschulen. Und es ist tatsächlich so, das liest man auch in waldorfkritischer Literatur häufig, dass die Anthroposophie oder die anthroposophischen Hintergründe versteckt werden. Also man muss vielleicht dazu sagen, Anthroposophie selber ist kein Lehrfach, wird nicht unterrichtet, aber man könnte sagen, der Unterricht selber ist angewandte Anthroposophie. Und diese ganzen Konzepte, die stehen immer im Hintergrund, auch wenn man sie nicht direkt an das Kind ranträgt. Aber die Klasse sitzt halt so, wie das die Temperamentenlehre vorschreibt. Und ohne dass man jetzt dem Kind sagt, du bist Choleriker und musst deshalb am Fenster sitzen. Und so weiter. Der Unterricht ist auch so aufgebaut nach Kulturstufen, können wir vielleicht gleich auch nochmal darauf Ja, eingehen. ja, Und genau. ich muss dazu sagen, auf diesen Waldorfabenden habe ich immer eine sehr positive Atmosphäre erlebt. Auch überhaupt keine unangenehmen Menschen, habe mich da sehr wohl gefühlt. Und wenn ich da nicht schon ein bisschen Vorwissen mitgebracht hätte, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man mich da auch eingelullt hätte. Wenn man das dann aber weiß, dann erkennt man hinter diesen verkleisterten Äußerungen den anthroposophischen Hintergrund. Und wenn man dann mal anfängt, ein bisschen auch kritisch nachzufragen, dann, ja, dann geht da ganz schnell eine Schranke runter und dann ist es mit der Offenheit auch manchmal vorbei. Wobei ich mir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig ist zu sagen, dass, also ich habe da auch ein Problem mit dieser Art der Schule. Ich habe aber auch tatsächlich ein Problem zum Beispiel mit anderen religiös geprägten Schulen. Ja. Also die Anthroposophie ist ja so eine Lebensanschauung, die aber schon auch sehr in so eine Quasi Weltanschauung und religiös quasi schon. Religion geht. Ja. Und ich habe natürlich genauso ein Problem mit einer Schule, wo andere religiöse Kontexte, egal welcher Natur sie sind,
sozusagen den Unterricht prägen. Ob es da denn den Religionsunterricht nochmal dezidiert gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber natürlich ist eine katholische, eine muslimische, eine evangelische, gibt es eigentlich dezidierte evangelische Schulen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube eher nicht. Doch. Aber gibt es auch. Also besonders gut, freie wir haben zum Beispiel in Bremen eine freie evangelische Bekenntnisschule. Ah ja. Gut. Also auch da ist es natürlich so, dass da eben auch diese Weltanschauung, diese Philosophie, diese Religion mitgebracht wird. Und auch damit habe ich ein Problem, um das auch nochmal an dieser Stelle auch nochmal zu sagen. Auch das finde ich nicht gut. Und ich habe dieser Tage, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dich mal auf die Entwicklungslehre kommen lassen, weil die auch ganz, ganz spannend ist. Ich habe dieser Tage ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin geführt, die, als das ihr Kind in den Kindergarten kommen sollte, sich auch umgetan hat. Und da gab es auch kirchliche Kindergärten, da wollte sie ihr Kind nicht hinbringen und sind ja auch zu einem Waldorf-Kindergarten gegangen. Und was ihr dort aufgefallen ist, das fand ich ganz, ganz spannend. Wir haben uns da nach deinem Vortrag drüber unterhalten. Mhm. Da war die Tatsache, dass mit den Kindern unfassbar liebevoll umgegangen ist. Man ist auf die Kinder zugegangen. Das war sofort so, dass die Kinder sich sehr wohl gefühlt haben. Man hat sich mit den Kindern sehr eingehend beschäftigt, was also die Eltern sehr, sehr angenehm empfunden haben. Und dann sagte mir aber meine Arbeitskollegen, als das dann abgeschlossen war, wurden die Kinder so ein bisschen separiert von den Eltern, damit die Kinder sich beschäftigen und man also mit den Eltern dann auch mal sprechen konnte. Und sie sagte dann, das fand ich eine sehr schöne Formulierung, als die Kinder dann weg waren, haben die dann angefangen, uns ins Gebet zu nehmen und zu bearbeiten. Mhm. Und da seien bei ihr alle Alarmglocken losgegangen. Also genau, dass also sofort gesagt wurde, naja, wenn ihr Kind kommt, dann wird aber Folgendes von ihnen verlangt und dann gibt es das und das und das. Können wir nachher nochmal zu sagen. Also genau diese Sachen, das bestimmte Spielzeug zum Beispiel für Waldorf-Kinder und Schüler und auch im Kindergarten benutzt wird. Ne? Genau. Zum Beispiel Puppen, die kein Gesicht haben. Ne? Richtig, ja, da komme ich. Das kannst du, kann ich gleich mal erklären. Drauf kommen, aber das kann ich vielleicht jetzt schon mal sagen. Das hat dann auch sektenhafte Züge an der Stelle. Also ja, ich hab, das empfand sie auch so. Hier in der Nachbarschaft ein Kind, das ich kenne, also wo ich mit den Eltern befreundet bin. Das Mädchen ist jetzt 15 und die Nachbarin geht auf eine Waldorfschule, vorher auch in den Waldorf-Kindergarten. Und die waren immer allerbeste Freundinnen und die sagt auch bis heute, dieses Nachbarskind ist meine beste Freundin. Aber die hat ganz stark den Eindruck, dass ihr der Umgang verwehrt wird. Und das liegt halt häufig daran, dass man als in Anführungszeichen normales Kind, als Nicht-Waldorf-Kind, mit dem normalen Spielzeug spielt. Spielzeug aus Plastik, Puppen mit Gesicht, Musik hört, in der Tonfolgen vorkommen, die nach anthroposophischer Vorstellung schädlich sind für das Kind. Und das, wenn man selber anthroposophisch denkt, dann möchte man das natürlich nicht und dann ist man gehalten, sein Kind da fernzuhalten. Und dann grenzt man sich natürlich ab nach außen. Und also das finde ich auch sehr, sehr bedenklich. Du sagst gerade, also es ist tatsächlich so, und auch das kam in dem Gespräch mit dem Lehrer durch, dass es bestimmte Tonfolgen gibt, die nach der anthroposophischen Lehre für Kinder nicht nur ungeeignet, sondern sogar auch für die Entwicklung schädlich sind. Ja, so ist es, genau. Also gerade in den unteren Jahrgängen ist nach Steiner eine Pentatonik gefragt. Also das ist eine Intervalleinteilung in fünf Töne. Das ist im Prinzip, wenn man sich ein Klavier vorstellt, wenn man nur die schwarzen Tasten spielt, dann hat man eine Pentatonik. Und besonders Terzen sind sehr schlecht für das Kind, für die Seele. Das hat was mit der Schwingung der Seele zu tun. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das sind alles so die Dinge, die ja so ein bisschen da so zwischenschweben, die so völlig losgelöst von dem pädagogischen Konzept sind, die aber da mittelvermittelt werden. Ja, und das, wo man dann das auch hat, denkt, irgendwas. Ja, Entschuldigung, das stellt auch das toll Künstlerische in Frage, ne? Denn auch diese künstlerischen Aspekte sind genauso esoterisch, auch was die bildende Kunst angeht, was die Farben angeht. Es gibt halt bestimmte Farben, die bestimmte Temperamente benutzen sollten. Das hat ja der Waldorflehrer in der Diskussion dann auch gesagt, dass er halt im Umgang mit bestimmten Temperamenten, wenn er da was wahrnimmt, das hast du ja auch mit dem Lehrer gesehen in der Diskussion, der dann erzählte, dass er je nachdem, was in der Klasse gerade los ist, bestimmte Farben auch für die Temperamente dann einsetzt, die er ansprechen will an der Tafel. Und wenn ich mal durch Waldorfschulen gegangen bin und habe mir die Bilder dort angeguckt, dann darf man sich das auch nicht so vorstellen, dass da jeder eine kreative Idee hat und vielleicht eine Anleitung bekommt, wie er die umsetzt, sondern man sieht da 36 oder 38 Mal das exakt gleiche Bild, das wahrscheinlich mal vorne an der Tafel war.
Und es sieht fast aus, als hätte man das unter einem Farbkopierer einfach kopiert. Also das ist in meinen Augen keine echte Kunst. Das ist auch nur rein nachgeahmt. Also das klingt jetzt wirklich, finde ich, erstaunlich so, dass man doch sehr unfrei ist in diesem System, ne? Sehr rigide. Aus meiner Sicht ja, wobei ich halt selber immer einschränken muss, dass ich natürlich einen beschränkten Blick habe. Also ich kann halt nicht in jede Waldorfschule reinmarschieren. Leider kann man das häufig nicht und wird einem häufig verwehrt, reinzukommen, denn man stört die kosmische Schicksalsgemeinschaft, die da am Werk ist in so einer Klasse, wenn man hereinkommt. Wobei sich einige Waldorfschulen da schon etwas öffnen. Also ich würde mir wünschen, dass man da in der Breite auch mal mit einem wissenschaftlichen Blick reinschauen darf. Was ich da an der Stelle spannend finde, um auf die Fahnen noch ganz kurz einzugehen, war die Tatsache, leider sind wir da immer wieder auch unterbrochen worden in der Diskussion. Ich hätte mir das gerne erklären lassen wollen mit den Farben, weil ich das da auch nicht verstanden habe so richtig, was die Temperamente und die Farben hatten. Und das war aber auch immer so eine Situation, wo ich den Eindruck hatte, dass der Waldorflehrer gar nicht wirklich in der Lage entweder war oder nicht wollte, mir zu erklären, was er meint mit seinen Aussagen. Da habe ich immer die ganze Zeit drüber gerätselt, weil Also ich, ja. er wich immer so ein bisschen dann aus, wenn ich ihn Ja. festnageln wollte, ne? Und er hat auch immer versucht, es ein bisschen umzudrehen. Also wenn ich darüber gesprochen habe, dass ich das problematisch finde, die Kinder zu kategorisieren, dann hat er sofort versucht, umzudrehen und zu sagen, ja, aber bei euch in der Staatsschule, ihr sortiert die Kinder doch auch irgendwie. Die kommen doch auch nicht an und werden zugelost. Nee, das stimmt. Wir haben da Kriterien, wonach man in die Klassen geht. Zum Beispiel sehen wir zu, dass bei Kindern mit Migrationshintergrund, die bestimmte Sprachschwierigkeiten mitbringen, wo wir das wissen, dass die gleichmäßig auf Klassen verteilt werden. Also das heißt, legen objektive Kriterien an und da kann auch jeder kommen und fragen, warum ist mein Kind in der Klasse und nicht in der Parallelklasse? Und da wird niemand sagen, naja, das hat der Lehrer halt geschaut oder das haben wir uns so ausgedacht, sondern dann haben wir da in der Regel auch einen handfesten Grund für. Und ich habe diesen Waldorf-Lehrer da ein bisschen anders erlebt, denn man muss sich immer vorstellen, aus Sicht von einem Hardcore-Anthroposophen, ich könnte mir vorstellen, dass es einer war, sind wir im Prinzip ja, ein bisschen minder bemittelt, weil wir diese Geistorgane nicht ausgebildet haben. Und ich hatte den Eindruck, dass er immer überlegt, wie muss das für jemanden, der so materialistisch ist, aussehen? Und dann sagt er manchmal, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für Sie so irritierend ist. Ach, das ist ja spannend. Also den Ja, Eindruck stimmt, hatte jetzt ich kann ich das natürlich auch nicht. besser einordnen, dass er so sagt dann. Ach ja, klar, wenn ich nicht schauen kann, kann ich natürlich seine Denke nicht verstehen. Das ist klar. Er muss quasi einem Behinderten, einem Farbenblinden Farben erklären. Ja, so ist So. es. Genau. Und dann sagt er, das ist eigentlich eh zwecklos. Ich meine, Steiner hat ein riesiges Werk hinterlassen, Gesamtausgabe hat 350 Bände. Und also das wird auch kaum ein Anthroposoph vollständig gelesen haben. Aber also wenn du sagst, ich habe da so viel gelesen, da habe ich einen Mini-Ausschnitt draus gelesen. Und also das ist schon schwer genug, das auszuhalten, das muss man sagen, wenn man da. Ich wollte gerade sagen, also wir haben ja sowohl bei Frau Blavatsky als auch natürlich haben wir mal in Steiner auch reingelesen. Ich fand das unfassbar schwierig, weil das sind endlose Sätze mit Aneinanderreihung von Begriffen und Schachtelungen von Nebensätzen, die für mich, wahrscheinlich weil ich in dem Fall eben minder bemittelt bin und diese Aufnahmefähigkeit nicht habe, auch in vielen Teilen überhaupt keinen Sinn machen. Also ich kriege so einen Steiner-Satz, so einen typischen Bandwurm Steinersatz, ich kriege den nicht gepasst. Ich kriege Ja. da nicht am Ende raus, was er mir eigentlich mitteilen wollte. Ja, Das ist wahrscheinlich das ist genau der häufig Punkt. so. Und es hat auch ein Stück weit Methode. Also gerade bei öffentlichen Auftritten ging es ihm auch darum, ein bisschen zu verwirren. Da ist er dann oft oberflächlich geblieben und hat das nicht mehr so ausgeführt. Wobei Anthroposophen ja selber denken, sie betreiben Wissenschaft, ne? Es wird ja als anthroposophische Geisteswissenschaft Genau, das bezeichnet erschreckte und mich auch so. Ich ja. zucke da sehr zusammen, weil ich in der Ja, und es ist. Geisteswissenschaft studiert habe. Genau, und es ist natürlich, also da werden keine überprüfbaren Aussagen gemacht. Also man kann im Prinzip diese Schauung ja nicht von einer Halluzination oder von bloßer Einbildung irgendwo unterscheiden. Und insofern
ist das völlig abwegig, davon von Wissenschaft zu sprechen, aber Anthroposophen beharren da drauf. Es geht sogar so weit, sagtest du, und das können wir vielleicht noch kurz machen, bevor wir dann auf die Entwicklungslehre nochmal eingehen, dass er die seine Geisteswissenschaft, also die Anthroposophie, also die Weisheit vom Menschen, nicht nur als Ergänzung zur Naturwissenschaft sieht. Das wird zwar oft so gesagt, aber im Grunde geht er ja sogar noch einen Schritt weiter, nicht? Er sagt, kenne die Naturwissenschaft, sozusagen kenne deinen Feind, und dann kannst du sie irgendwie unterhöhlen, diese Naturwissenschaft, oder? Ja, genau, das ist so eine Sache, das habe ich in einer uralten Biografie über Steiner gefunden. Also der will in seiner Jugend auf einen Lehrmeister getroffen sein, der ihn in die Geheimwissenschaften eingewiesen hat, in die Geisteswissenschaft. Und der hat gesagt, ich muss mal gerade das genaue Zitat raussuchen. Man nennt das auch die Drachenformel. Ah ja, da habe ich das. Also ist jetzt Zitat aus dieser Biografie: Wie sollte er den Drachen der modernen Naturwissenschaften zähmen und ihn vor das Gefährt der Geisterkenntnis spannen? Und vor allem, wie sollte er den Stier der öffentlichen Meinung besiegen? Auf die Fragen seines Schülers, also der Schüler war Steiner, antwortete der Meister dem Sinne nach: Wenn du den Feind besiegen willst, so beginne damit, dass du ihn zuerst begreifst. Du wirst nur dann Sieger über den Drachen werden, wenn du in seine Haut schlüpfst. Okay, also ja, verkleide das dich als Naturwissenschaft und bediene dich des Vokabulars, und dann wirst du die Naturwissenschaft auch besiegen können. Wobei Steiner auch an anderer Stelle die Prognose gemacht hat, dass man in kurzer Zeit bereits auch mit den herkömmlichen Naturwissenschaften viele, viele Beweise für seine Lehre, für die Richtigkeit seiner Lehre finden wird. Und ja, das wissen wir ja nun, dass das dem ist nicht ganz so. Genau ein Wunschdenken war. Ja. So, jetzt müssen wir nochmal, jetzt haben wir also schon sehr viel im Detail gesprochen, aber wir haben also zusammengefasst gesagt, es werden die Kinder, auch wenn das verneint wird, aber sie werden klassifiziert, es werden Schicksalsgemeinschaften gebildet, mithilfe der Temperamentlehre, mithilfe von der Beobachtung von verschiedenen Eigenschaften der Kindern in Waldorfschulen. Wenn ich jetzt den Kindergarten, das hatte ich bei deinem Vortrag noch nicht das Wissen, dazu nehme, Waldorf Kindergärten, wahrscheinlich wird auch schon im Kindergarten dann festgelegt werden, ob das Kind ein Sanguiniker, ein Choleriker ist und ob ja, es auf der Ferse und auf den Zehenspitzen läuft. Und wahrscheinlich gibt es dann auch eine Empfehlung direkt für die weiterführende Waldorfschule, was wahrscheinlich das dann noch ein bisschen einfacher macht, nehme ich mal ja, an. Ja, bestimmt. Es gibt auch sogar das, also das weiß ich von der Waldorfschule in Niedersachsen, wo auch anthroposophische Mediziner mit in die Schule kommen und diese Begutachtung machen, also die Lehrer unterstützen da bei Pharma und Bildekräften und den Zahnstand beurteilen und all diese Geschichten. Sag mal zwei Worte, was ein anthroposophischer Mediziner ist, damit man das auch nachvollziehen kann. Also in der Anthroposophie gibt es halt sehr viele Bausteine, die biodynamische Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, und es gibt halt auch einen eigenen Zweig, der sich mit Medizin beschäftigt. Homöopathie spielt da zum Beispiel auch eine Rolle in der anthroposophischen Medizin. Da bin ich allerdings jetzt kein ausgewiesener Experte, aber es ist halt ein Zweig, der ist genauso unwissenschaftlich, ich glaube, so viel kann man sagen. Und der wird natürlich über die Waldorfschulen auch an die Kinder herangetragen. Das gehört natürlich auch mit dazu. Da sagen wir vielleicht auch nachher noch was zu, was das für Konsequenzen hat. Ja. Aber kommen wir mal jetzt zu der Entwicklungstheorie von Rudolf Steiner, nämlich den Wesensgliedern, der Lehre von den Körperhüllen, so hat er es wohl genannt. Und da wird relativ deutlich, wie er, Rudolf Steiner, die Entwicklung eines Kindes versteht und dahingehend dann auch die Ausbildung und schulische und pädagogische Ausrichtung für das Kind versteht, ne? Genau. Also das Konzept ist schon relativ alt. Das ist also für die Anthroposophie relativ alt. Das ist, glaube ich, von 1905, da taucht das schon auf. Und ja, man, also es ist eine klassische Entwicklungspsychologie. Es geht darum, was kann ein da Kind zuck ich welchen, immer. Warum? Ja, also wenn Alexa bei der anthroposophischen Wissenschaft zuckt, dann zucke ich bei sowas als Psychologie. Natürlich die Psychologie, das, ach so, okay. Die Entwicklungspsychologie, also ich meine, für mich als Psychologen. Aber es ist schon okay. Also die Fragestellungen sind die klassischen Entwicklungsfragestellungen.
psychologischen, nämlich was kann ein Kind zu welchem Zeitpunkt und was nicht und welcher Entwicklungsschritt bedingt den nächsten. Und nach anthroposophischer Vorstellung ist das so, dass sich der Mensch in sogenannten Jahrsiebten entwickelt, also jede Phase ungefähr 7 Jahre durchlebt und dass es sogenannte Wesensglieder gibt. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist das noch kein fertiger Mensch sozusagen, sondern der wird erst nach und nach geboren. Nach der Geburt ist man zunächst nur physischer Leib, heißt das, oder ich sage vielleicht mal zuerst die Stufen. Da gibt es erstens den physischen Leib, dann kommt der Lebensleib oder Ätherleib, dann ist die dritte Stufe der Astralleib und dann kommt das Ich als Seelenkern. Und dann ist man eigentlich erst, ist das wahre Ich erst geboren. Mit 21 ist das dann. Und dann kommen noch ein paar geistige Stufen später. Und also zunächst ist nur der physische Leib geboren und die höheren Wesensglieder, die sind noch von Hüllen umgeben. So stellen die sich das vor, die dann nach und nach abgestreift werden. Und das passiert halt in 7 Jahresschritten. Und die erste Stufe physischer Leib, die ist dann beendet, wenn der Zahnwechsel vollzogen ist. Also ungefähr mit 7 Jahren. Und bis dahin kann man nicht abstrakt denken und man soll nur nachahmen. Und man kann halt dann auch solche Sachen nicht wie schreiben lernen, wenn man eingeschult wird, nach anthroposophischer Vorstellung. Mhm. Also das sind dann die Konsequenzen daraus. Also das heißt, das Kind besitzt de facto nach Ansicht der Anthroposophen die Fähigkeit überhaupt nicht schreiben zu lernen. Aber was machen die denn, wenn ein Kind in eine Schule kommt und es kann schon schreiben? Ja, dann hat man das sozusagen dem Kind aufgezwungen. Das geht eigentlich ja über seine Fähigkeiten hinaus und das schädigt dann auch. Und das kann im Erwachsenenalter zu Krankheiten führen. Also man handelt wieder das Karma des Kindes sozusagen. Also das Kind soll nachahmen, was es in seiner Umwelt vorfindet und alles, was noch nicht angelegt ist, soll mit Fantasie ergänzt werden. Deshalb dann auch keine Gesichter auf den Puppen. Das sollen sich die Kinder dann halt dazu denken. Und Eltern und Erzieher und Erzieherinnen, die sollten da schon ein gutes Vorbild sein. Da kann man ja auch nichts gegen sagen. Aber man muss da bedenken, dass auch Gedanken auf das Kind wirken. Also wenn Papa oder Mama zu Hause einen unzüchtigen Gedanken haben oder im schlimmsten Fall beide, dann reicht der Gedanke, um dem Kind zu schaden. Mhm. Also das ist auf so vielen Ebenen bedenklich. Das ist irgendwie ja sehr schade. Ja. Schwierig. Und dadurch, dass man halt noch nicht lesen und schreiben lernen sollte, wenn man eingeschult wird, man muss jetzt fairerweise sagen, dass es wohl Waldorfschulen gibt, die das schon ein bisschen gelockert haben und da etwas früher anfangen. Aber an ganz vielen wird es auch bis ins zweite Schuljahr geschoben. Da war ja auch ein ehemaliger Waldorfschüler am Dienstag da, der das gleich bestätigte. Ja. Und die Kinder, die werden dann halt erstmal mit Formenzeichnen zum Beispiel beschäftigt, um die Motorik der Hand zu schulen. Das ist so, erinnert ein bisschen an Schwungübungen. Wer sich mal mit Schriftspracherwerb beschäftigt hat, der weiß, dass das ein Jahrzehnte altes Konzept ist, das also in den staatlichen Schulen heute verpönt ist im Prinzip. Das habe ich früher auch halt gemacht. Ja, ich musste das auch noch machen. Ja, Kinder, die heute in die Schule kommen, die haben ja oftmals schon vielfältigste Schreiberfahrungen. Also wenn die aus dem Waldorf-Kindergarten kommen, dann möglicherweise nicht, weil das da auch schon an die Eltern rangetragen wird, dass die das nicht machen sollen und dass das schädlich ist. Aber also ich unterrichte gerade eine erste Klasse, da sind dann durchaus Kinder drin, die können schon lesen und schreiben. Und dieser Waldorf-Schüler, der sich am Dienstag meldete, der sagte ja auch, dass er schon schreiben konnte und musste sich dann erstmal ein halbes Jahr lang mit so einem Klimbim sagen. Mal beschäftigen und fühlte sich da reichlich verarscht. Und zu Recht, würde ich sagen. Ja, der Lehrer hat dich dann ja sehr attackiert an der Stelle, hat gesagt, das stimmt nicht, ich bringe den Kindern nicht nur solche Schwungübungen bei. Das ist richtig, weil die ja auch andere Schulfächer dann haben sozusagen. Also da hat er auch so ein bisschen versucht, eine verschleierte Aussage zu machen, denn was dahinter steckt, hinter der Aussage, das stimmt nicht, wir machen nicht nur Schwungübungen,
ist natürlich korrekt. Die machen also, nicht ja, sechs Stunden am Tag Schwungübungen. Ja, und wahrscheinlich ist der Deutschunterricht auch nicht nur Schwungübungen. Das kann ich so gut gar nicht beurteilen. Ja, diese ganzen Märchen und Mythen gehören natürlich auch mit zum Sprachunterricht. Und klar wird es da auch noch mehr gehen. Aber ich würde sagen, das klassische Schreiben an die Stelle tritt zumindest jetzt in meiner Vorstellung, so wie ich das kennengelernt habe, treten halt solche Übungen. Ja, ja. Und das ist also gerade für leistungsstarke Kinder ist das eine Unterforderung und demotiviert auch, denn Kinder, die in die Schule kommen, die wollen lesen lernen, die wollen schreiben lernen und die wollen rechnen lernen. Da sind die hoch motiviert. Mhm. Und ja, ihnen das zu nehmen, das finde ich fast eine Art von, also ich kann das nur so hart sagen, das ist für mich eine Art von intellektuellem Kindesmissbrauch. Ja. Aber für mich jetzt nochmal so zum Verständnis. Das heißt, es gibt aber in einer Waldorfschule nicht einen Mathelehrer, einen Geschichtslehrer, einen, weiß ich nicht, Lehrer, sondern das ist dann grundsätzlich immer der Klassenlehrer, mit dem man dann die ganze Schulzeit gegenüber dann zusammen ist, oder? Die ersten 8 Jahre. Und ach so. Nicht unbedingt alle Fächer, aber den Großteil. Ja. Der mhm, Fächer. Mhm, das ist ja auch an Grundschulen nicht so unüblich, dass ein Klassenlehrer den Großteil der Fächer abdeckt. Aber halt so in der 7. oder 8. Klasse wird es ja dann doch schon haarig, ne? Und da kann sich ja auch mal jeder selber fragen, ob er da fachlich in der Lage wäre, von Naturwissenschaften über Sport und Kunst und Musik und Mathe und Deutsch wirklich alles abzudecken. Ja. Mhm. Was übrigens auch immer so ein bisschen ins Scherzhafte, so kenne ich es auch, gezogen wird, darüber hast du nicht gesprochen, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, was in Waldorfschulen ja stattfindet, ist die sogenannte Eurythmie. Ja, dieses, vielleicht erst die Wesensglieder nochmal eben durchgehen gut, und das dann hinten dran machen. Machen wir, okay, dann genau, dann also den physischen Leib hast du gerade geschildert, genau, also bis zum Zahnwechsel. Richtig, also ungefähr 7. Und danach folgt dann die nächste Stufe, das ist der Ätherleib mit ungefähr 7 Jahren nach dem Zahnwechsel, hast du richtig gesagt. Und da beginnen nach anthroposophischer Vorstellung die Bildekräfte zu wirken. Das Kind ist in dem Alter immer noch nicht in der Lage, begrifflich zu denken. Und der Lehrer ist gefordert, durch Bilder und geistige Vorstellungen auf das Kind einzuwirken. Und da kann man sich dann auch vorstellen, wie so Märchen und Mythen vermittelt werden. Also man soll da Bilder in dem Kind hervorrufen und das soll auf die Seele des Kindes einwirken. Und da geht es dann gar nicht darum, begrifflich oder kognitiv zu verstehen, was da ein Märchen ist oder ne, sich da näher mit zu beschäftigen, sondern das soll als Bild einfach in die Seele eindringen. Und deshalb Was das doch aber dann ausschließt, ist das Vermitteln der wissenschaftlichen Methode, oder? Also so ein Sachunterricht kann doch dann nicht irgendwie mit kausal zusammenhängen oder solchen Dingen. Das wird es doch dann da wahrscheinlich nicht geben, ne? Richtig. Und also wer mal einen modernen Sachunterricht gesehen hat, der findet da auch fast einen Gegenbeweis für diese Annahme. Denn die Kinder, die sind hochmotiviert dabei und die wollen wissen und die wollen die Instrumente haben, um Sachen rauszufinden und sich selbst Fragen zu beantworten. Ja, und auch das Kindern zu enthalten, finde ich höchst problematisch. Und Naturwissenschaften selber kommen dann erst so in der 7., 8. Klasse, da kommen dann Chemie und Physik mit auf den Lehrplan. Die sollen aber auch da am Anfang nur Erlebnischarakter haben. Also auch da dieses Bildhafte. Da soll der Lehrer vorne, ich sag mal so Knopf-Hoff-Experimente machen, die halt irgendwie toll aussehen, einen tollen Eindruck auf das Kind machen, aber näher erklärt wird das dann nicht. Und die eigentlich naturwissenschaftliche Perspektive, die findet da nicht statt. Und dazu kommt dann noch, dass, also Steiner selbst sagt dazu, ist vielleicht einfacher, wenn ich das kurz vorlese, der sagt, wie für die ersten Kinderjahre Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Erziehung sind, so sind es für die jetzt in Rede stehenden Jahre Nachfolge und Autorität. Also das kommt dann noch dazu. Nicht nur, dass man ihnen das selbstständige Denken verwehrt, sondern die unbedingte Autorität des Lehrers, die ist ganz wichtig in der Altersstufe. Also alles, was der Lehrer sagt, das hat das Kind anzunehmen. Und das, was das Kind lernt, das hat es zu lernen aus Liebe zum Erzieher. Das sagt Steiner wörtlich. Also aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher. Mhm. Das heißt, die Kinder lernen aber auch nicht aus Büchern, sondern die lernen nur über den Lehrer, oder? Richtig. Richtig, also Bücher gibt es auch nicht. Die Schüler legen Hefte an, schreiben sich sozusagen ihr eigenes Lehrbuch oder vielmehr sie schreiben es ab, denn
es wird ja, wie gesagt, von der Tafel abgeschrieben und ja, am Ende entstehen dann zum Beispiel sogenannte Epochenhefte, ja, wo dann der Stoff eines Schuljahres drin abgebildet ist. Und wenn man mal so ein Epochenheft bekommt, ist das immer ganz aufschlussreich, denn man kann da wirklich direkt auf den Unterricht schließen. Im Gegensatz zur Staatsschule, ne? Wenn ich da einen Aufsatz lese, weiß ich immer noch nicht, was im Unterricht stattgefunden hat. Aber wenn ich ein Epochenheft lese, dann habe ich ein ziemlich genaues Bild von dem, was da Inhalt gewesen sein muss. Weil sie ja nachahmen, ne? Richtig, also das richtig. Ist ja das, glaube ich, das Spannende, das wurde ja auch so ein bisschen von der Hand gewischt, dass man aus dem Epochenheft keinen Rückschluss auf den Unterricht nehmen kann. Aber wenn natürlich die Nachahmung sozusagen das höchste Gut in der Waldorfpädagogik ist, und dann ist ja all das, was in dem Heftschritt nachgeahmt, und das ist das, was vermittelt werden soll. Also insofern lässt das natürlich schon einen Rückschluss, wie du es gerade richtig gesagt hast, auf den Unterricht dann zu. Genau. Genau. Die Person des Lehrers oder der Person des Lehrers kommt ja damit eine unfassbare Verantwortung zu. Wie sehen die Waldorflehrer selbst das? Also sind die glücklich mit dieser Rolle in der Mehrzahl oder haben manche da auch vielleicht mal Probleme, weil sie denken, um Himmels Willen, diese ganze Verantwortung kann ich überhaupt nicht übernehmen? Also ich kann da nur Anekdotisches berichten, aber man hört das häufig, dass sich Waldorflehrer überfordert fühlen. Und das, finde ich, ist ja auch fast zwangsläufig, wenn man gefordert ist, das Schicksal, das Karma von jedem einzelnen Kind zu erkennen und selbst deren Schicksal zu sein. Das heißt, der Lehrer bestimmt ja nicht das Schicksal, sondern er ist ihr Schicksal letzten Endes. Und noch dazu muss man diesen ganzen Unterrichtsstoff können und dem Kind vermitteln, ohne dass man ein Buch hätte. Also für meinen Unterricht ist das schon eine große Erleichterung zum Teil, dass man auch mal ein Buch hat, das gut ausgearbeitet ist, an dem man sich auch mal orientieren kann. Und also wenn ich das alles immer aus mir selbst rausholen sollte, dann wäre ich sicher oft aufgeschmissen. Also möglicherweise gibt es da Waldorf-Lehrer, die das ganz toll hinbekommen. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass das überfordern muss. Zumindest, wenn man das so ausführt, wie es angelegt ist in der Waldorfpädagogik. Die Entwicklung zum Waldorflehrer machen wir mal nach der Entwicklung des Kindes. Also jetzt waren wir gerade beim Ätherleib. Das heißt, wir sind jetzt so im Alter von ungefähr 14 Jahren. Genau. Und dann gibt es die nächste Entwicklungsstufe, ne? Dann kommt der Astralleib, genau. Und so wie die Geburt des Ätherleibes an den Zahnwechsel gekoppelt ist, ist dann der Wechsel zum Astralleib an die Geschlechtsreife gekoppelt. Und jetzt darf dann der Unterricht auch naturwissenschaftlichen Charakter haben. Allerdings ist Kulturkritik nicht erlaubt. Und da beißt sich die Katze dann wieder ein bisschen selbst in den Schwanz, ne? Denn zur Kultur zählt ja dann so ziemlich alles, was man so kritisieren möchte. Nämlich Wissenschaft, Kunst, Musik, Pädagogik, Politik, Wirtschaft, Technik, gesellschaftliche Zusammenhänge, im Prinzip ja alles vom Menschen Geschaffene. Also man darf Kritik üben, aber es bleibt nicht mehr viel übrig, an dem man Kritik üben könnte. Das heißt dann aber natürlich für mich, wenn an der Kultur keine Kritik geübt werden soll, aber Wissenschaft vermittelt werden soll trotz allem. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt dann dem Kind zumindest das beibringt von der Welt, damit es die Welt zumindest in groben Zügen verstehen kann. Denn bis dahin ist ja sozusagen die Entwicklung bis zum 14. Lebensjahr komplett anders, auch in der schulischen Bildung, als all das, was mit anderen Kindern passiert. Also eigentlich, ich würde das jetzt erwarten, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt ein Kind äußerst defizitäres Wissen hat, gerade was die naturwissenschaftlich kausalen Zusammenhänge unserer Welt hat. Ja, das mag vielleicht nicht so sein. Ist auch häufig so, wenn Schüler auf die Staatsschule wechseln, dass dann auch ein Schuljahr verloren wird an der Stelle, weil die doch nachzuholen haben. Okay, dann ist das also sogar fast belegbar, zumindest in Teilen. Also, weil das ist ja jetzt gefühlt, ich habe da natürlich keine Empirie für diese Aussage, aber wenn man sich das so zusammenzählt. Ja, ist in manchen Bundesländern obligatorisch, dass das so passiert. Ob das jetzt in jedem Einzelfall auch begründet ist, das kann ich auch nicht sagen. Aber sagen wir es mal so, es wird schon nicht einer gewissen Grundlage entbehren, wenn Schulbehörden das so entscheiden. Okay. Aber man legt doch durchaus das Abitur ab und inzwischen das Zentralabi, ne? Richtig. So auch als Waldorfschüler. Und zum Teil auch gar nicht so schlecht, das haben wir am Dienstag ja auch gehört, dass
wird ja immer wieder ins Feld geführt, dass die Abiturnoten einmal gut sind. Das höre ich auch von Schulbehörden. Da muss man aber sagen, und das ist durch eine ganz neue Studie ganz, ganz gut belegt, dass nirgendwo so viel Nachhilfe genommen wird wie an Waldorfschulen. Oh. Und man muss dazu sagen, dass Waldorfschulen in der Regel ja Geld kosten als Schulen in freier Trägerschaft und man da in der Regel auch nur reingeht, wenn man bereit ist, Geld für die Bildung des Kindes auszugeben. Und darüber hinaus muss man sich auch Gedanken machen um die Bildung des eigenen Kindes. Und Leute, denen ihre Kinder egal sind oder deren Bildung egal ist, die schicken ihr Kind auch nicht auf die Waldorfschule, die schicken es zur Staatsschule, denn dann geht das seinen automatischen Gang. Und im Durchschnitt gehen schon mehr Kinder des Bürgertums und des Bildungsbürgertums in die Waldorfschule. Und durch PISA und Co. ist ja auch ganz gut belegt, dass es einen großen Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und Elternhaus gibt. Ja. Deshalb stellt sich dann immer die Frage, wie erfolgreich war jetzt eigentlich die Schule und welchen Anteil hat das Elternhaus? Und wenn ich dann höre, dass ganz viel Nachhilfe genommen wird, damit man ganz schnell in ein, zwei Jahren sich den Stoff draufpackt, den man dann braucht für ein staatliches Abitur, dann habe ich da starke Zweifel, dass das, was in der Schule vermittelt wird, tatsächlich ausreicht. Wobei, das hast du auch in deinem Vortrag mehrfach angekündigt, natürlich auch an dem normalen Schulsystem, das wir in Deutschland haben, es genug Kritikpunkte gibt. Und wir als Skeptiker sollten das natürlich auch nicht ausblenden, aber das ist jetzt eben nicht unser Thema. Absolut. Die Kritik am deutschen Kultur, am deutschen Schulwesen, in der deutschen Schulkultur, die können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle mal führen. Da gibt es genug zu kritisieren und das, also wenn ich Waldorf kritisiere, ist das überhaupt keine Fürsprache für das, was an staatlichen Schulen passiert, aber ich sehe einfach die Lösung nicht in einem esoterischen, völlig unbegründeten Konzept. Das kann für mich keine Lösung sein und das ist meine Kritik. Ja. Lass uns, also damit hätten wir dann ja sozusagen die Bildung des Kindes zum Astralleib, also mit 21 Jahren ist das dann abgeschlossen, beschrieben. Was danach kommt, sind sozusagen noch Persönlichkeitsentwicklungsstufen im Erwachsenenalter, die aber dann so sehr theosophisch oder anthroposophisch, in dem Fall theosophisch war Frau Blavatsky, anthroposophisch geprägt sind, dass wir das wahrscheinlich auch so schnell gar nicht nachvollziehen können, weil wir da dann wieder behindert sind. Ne? Das ist so und wir bilden das auch gar nicht unbedingt so aus, weil wir verkümmern. Ja, also wir sind ja dann irgendwann mit 21 spätestens erwachsen und dann entwickeln wir uns eben nicht mehr weiter als normal. Und Sterbliche. Auch die Anthroposophen erreichen dann die höchsten Entwicklungsstufen nicht. Das hat halt jemand wie Steiner geschafft, aber das schaffen normale Anthroposophen auch nicht. Lass uns noch mal ganz kurz zwei Worte dann jetzt an der Stelle verlieren über die Waldorf-Lehrer. Und lass uns ganz kurz mal festlegen, wenn jemand also 8 Jahre Schulunterricht gestaltet, wie muss denn die Qualifikation eines solchen Lehrers aussehen? Ich glaube, da kannst du auch was zu sagen, ne? Ja. Also das wird mein nächster Skeptiker-Artikel unter anderem werden, denn es stellen sich an der Stelle auch rechtliche Fragen, weil im Grundgesetz ganz klar verankert ist, dass die Ausbildung von Lehrkräften von Schulen in freier Trägerschaft und Privatschulen, dass die in wissenschaftlicher Hinsicht der Ausbildung von Lehrkräften an Staatsschulen nicht nachstehen darf. Mhm. Auf der anderen Seite findet man im Internet die Lehrinhalte von Waldorf-Seminaren und das ist zum Teil Anthroposophie pur. Also Andreas Lichte hat mir aus Berlin berichtet, dass die zum Teil stundenlang nur Steiner gelesen haben und Steiner-Exegese gemacht haben, Kritik völlig unerwünscht war und das ein rein anthroposophischer Studiengang war. Mhm. Was die einzelnen Bundesländer aber als Einstellungsvoraussetzung haben, ist da ganz unterschiedlich. Also die Freistaaten zum Beispiel, also von Bayern weiß ich es jetzt ganz sicher, die verlangen das erste und zweite Lehrerstaatsexamen. Also das heißt, du musst also erstmal die Lehrerausbildung, die universitäre, ganz normal abschließen, wie jeder andere Lehrer auch. Richtig, und damit ist dann die wissenschaftlich gleichwertige Ausbildung auf jeden Fall ja auch gegeben. Und dann ist es praktisch egal, was man sich als Privatvergnügen da noch oben drauf packt. In anderen Bundesländern ist es aber durchaus anders und man kann mitunter auch mit einem normalen, nicht pädagogischen Hochschulstudium und einer vierjährigen Waldorfausbildung kann man in den Schuldienst kommen.
Also man kann ohne eine pädagogische, ich möchte jetzt mal die Waldorf-Ausbildung nicht als pädagogische Ausbildung bezeichnen, sondern das ist in meinen Augen eine rein esoterische. Man kann ohne tatsächlich solide Kenntnisse in dem, was man da zu tun hat, unterrichten. Das heißt also, man macht aber immer noch an einem Seminar oder an einem Waldorf-Ausbildungsinstitut, so möchte ich es vielleicht mal formulieren, dann immer noch mal eine Ausbildung, bevor man Waldorf-Lehrer werden darf. Genau. Okay. Wobei wir an der Stelle sagen müssen, ich kenne auch Bekannte von mir, die Psychologie studiert haben, die dann durch Zusatzprüfungen auch quasi als Lehrer dann hinterher tätig gewesen sind. Ja, also auch genau. Es gibt immer wieder so Quereinsteiger-Programme. Meistens müssen die aber dann einen Teil des zweiten Staatsexamens mit durchlaufen. Also die werden zumindest zum Teil mit durchs Referendariat geschickt. Ja, das ist in der Tat so. Sollte man aber auch nochmal erwähnen, dass es das aber auch gibt, diesen Weg natürlich. Ja, und das ist jetzt eine Sache, das kann ich nur aus persönlicher Erfahrung sagen. Also wir hatten da auch einige während meines zweiten Staatsexamens, während meines Referendariats und naja, ich möchte da im Einzelfall mal bezweifeln, ob die da richtig waren. Also ich glaube, dass das, möchte ich jetzt nicht für jeden behaupten, aber ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist, wenn man zum Beispiel als Physiker, die werden ja oft händeringend gesucht, ohne einen pädagogischen Touch als Quereinsteiger sich einfach mal vor so eine Klasse stellt. Und ich kenne da ganz viele Beispiele, das ist gar nichts persönlich gegen die Leute, aber die gehen dann einfach unter in diesen Klassen. Ja, Wissen zu haben und ist was anderes als Wissen vermitteln zu können, ne? Genau. Und ja, gerade das zweite Staatsexamen, wenn man es denn voll durchläuft mit allem, was dranhängt, das ist so oft vielleicht auch drauf geschimpft wird, aber also mir hat es schon geholfen. Dann lass uns nochmal gerade an der Stelle die Eurythmie nochmal nehmen, weil also immer wieder ist das so der scherzhafte Spruch, ich tanze meinen Namen, der kommt dann sehr häufig. Jeder seinen Namen tanzen. Ja, vielleicht beschreibst du das mal, was sich da hinter diesem Scherz oder diesem lapidaren Spruch, der häufig kommt, wenn es um Waldorf geht, was sich dahinter verbirgt. Ja, das Eurythmie, das ist auch das ist ein Tanz. Eine Tanzform, sehr steif, macht man in der Regel in so seidene Gewänder gehüllt und ja, es hat auch einen stark esoterischen Anstrich, also man soll da auch in Kontakt mit den geistigen Welten geraten über diesen körperlichen Ausdruck und da gibt es dann eine ganze Reihe von Bewegungen, denen dann bestimmte Bedeutungen zugeschrieben werden und ja, das soll dann so vollzogen werden. Ist ein obligatorisches Fach für alle Waldorfschüler ist das, ich glaube, das kann man empirisch ganz gut belegen, ist das unbeliebteste Fach an Waldorfschulen. Also gerade so mit 14, 15 in der Pubertät ist das gerade für Jungs nicht angenehm, sich da so vor einer Schulöffentlichkeit und vor Eltern und so hinstellen zu müssen und diesen Tanz zu machen in solchen Gewändern. Die finden das eher lächerlich und peinlich. Dann. Aber das ist eine Sache, die ich eigentlich nie so richtig anspreche, weil ich das, ja, man kann ja auch immer sagen, wenn sich Schüler zur Musik ein bisschen bewegen, dann ist es ja halt auch nicht so schlecht. Also ich kann daran ganz klar kritisieren, dass es keine Grundlage für die Esoterik gibt, die da mit drin ist. Und ich finde es nicht gerade, oder ich kann es gut nachvollziehen, dass Kinder sich da gegängelt fühlen und dass sie das schlimm finden, sowas dann machen zu müssen. Und das kann ich dann halt auch wieder kritisieren. Also ich würde Schüler nie zwingen, sich vor die Elternschaft und vor eine ganze Schule zu stellen und irgendeinen Tanz zu machen, was sie innerlich total ablehnen. Wobei ich also schon sagen muss, also da sind viele Dinge dabei, also das Malen, das künstlerische Schaffen, das Tanzen, das wäre alles total schön, wenn es wirklich, sagen wir mal so, in einer oder mit einer freien Kreativität stattfinden würde. Also wenn Kinder wirklich lernen würden, damit kreativ umzugehen und ihren eigenen persönlichen Ausdruck zu finden, dann finde ich, wäre das doch sehr sinnvoll. Nur das Schlimme ist halt, dass alles so unterschwellig unterlegt ist eben mit dieser Waldorf-Lehre oder mit Steiners Lehre. Genau. Ich weiß nicht, machen wir jetzt, wollen wir noch was sagen zu den Kulturstufen, bevor wir das nicht mehr drin haben?
Ja, Fänd ich ganz gut, weil das im ja. Prinzip den Rassismus von Steiner Ja. zeigt. Ja. Ja, also im Prinzip sind die Kulturstufen ein sozialdarwinistisches Konzept. Der Steiner hat sich gedacht, dass der Mensch in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht. So in der Anthroposophie hängt immer alles mit allem zusammen. Und also jeder Mensch in seiner kleinen Entwicklung macht die Entwicklung der ganzen Menschheit mit durch. Und dazu muss man sagen, dass das jetzt nicht die Geschichtsschreibung der Menschheit ist, wie wir die kennen, sondern nach Steiner fängt das bei Atlantis an. Die Menschheit hat in Atlantis begonnen und das waren auch ganz überlegene Menschen in Atlantis, aber die Atlantier-Rasse, die Atlantier, die sind dann untergegangen und dann ging die Entwicklung weiter. Ich habe das hier von einem Waldorf-Lehrer, an der allerersten Waldorfschule hat er unterrichtet, Rudolf Grosse, der schreibt das so: Im 10. Jahre ist das Kind Germane, dann Grieche, dann absolviert es die Wanderung vom Osten bis ans Mittelmeer und wird als 12-Jähriges ein Römer, im 13. Jahr ein Ritter und Klosterbruder, ein Kolumbus, der Amerika entdeckt und zieht als 14-Jähriger mit Napoleon nach Russland und ist mit der Geschlechtsreife in seiner Gegenwart angekommen. Und in seiner Gegenwart bedeutet bei der no nordischen, bei der arischen Rasse. Das ist die überlegene Rasse, die sich weiterentwickelt. Alle anderen Rassen sind, also nach Steiner, da finden sich Zitate, da sagt er, die sind im Hinsterben degeneriert. Indianer sind degeneriert und im Hinsterben. Und ganz oben steht der Arier und das ist dann die letzte Stufe. Damit schließt dann auch der Waldorf-Lehrplan ab. Also der Unterricht an Waldorfschulen, das habe ich noch nicht gesagt, ist nach diesen Kulturstufen angelegt, das Ja. Curriculum. Jetzt müssen wir natürlich der Fairness halber sagen, dass soweit wir wissen, und das hat ja auch der anwesende Waldorf-Lehrer am Dienstag gesagt, wohl eher keine rechtsradikalen oder kein rechtsradikales Gedankengut in Waldorfschulen unterrichtet wird. Wobei das natürlich nur eine Behauptung ist, die immer wieder kommt, wenn man dann sowas anspricht. Erstmal liegen diese Kulturstufen dem Lehrplan zugrunde und dann hast du ja die Erfahrung gemacht, du weißt auch gar nicht im Einzelnen, wie der Unterricht genau abläuft, weil du da schwer einen Einblick erhalten kannst, ne? Ja, so ist es. Und ich habe erst gestern noch ein echtes Epochenheft-Geschichte gesehen und das fängt knallhart bei Atlantis an und diese ganzen Mythen, die werden da vollzogen. Und also bei dem Heft, das ich gesehen habe, würde ich schon sagen, das ist blanker Rassismus. Dem Lehrer am Dienstag glaube ich aber auch unbesehen, dass er keinen rassistischen Unterricht macht oder Rassist ist. Aber ich denke, da sollte man schon genau hingucken. Und der Gedanke, also wenn man so viele Anthroposophen in den Waldorfschulen hat, und nach der neuesten Studie sind es 90%, die sich mit Anthroposophie identifizieren, wenn man da so viele Anthroposophen hat, dann muss man sich das schon fragen, ob das nicht irgendwo eine Rolle spielt. Und gestern nach meinem Vortrag sprang dann schon eine Waldorflehrerin auf und sagte, das müsste man alles relativieren mit dem Rassismus, das müsste man mal ganz lesen und das wäre gar nicht rassistisch und das wäre unfair, diese Äußerungen da so rauszugreifen. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht unfair. Historiker gehen ganz klar davon aus, sagen ganz klar, Professor Zander zum Beispiel, dass das Werk eindeutig rassistisch ist. Ja, was Mehrere natürlich auch für Werke die stehen Zeit auf dem nichts Index. Ungewöhnliches ist. Genau, mehrere Werke von Steiner stehen auf dem Index. Ja, man muss aber schon sagen, diese Kulturstufentheorie, das geht schon auch über den Rassismus der Zeit hinaus. Also es ist schon ein ganz eigenes rassistisches Konzept. Und also da geht mir schon ein bisschen die Hutschnur hoch, wenn ich dann höre, dass man sowas relativieren will. Denn das ist eine Sache, das wird höchstens in anthroposophischen Zirkeln diskutiert, aber auch da häufig nicht mehr. Denn die Waldorflehrer am Dienstag, die haben ja auch nicht in Abrede gestellt, dass das Rassismus ist. Und was mich da sehr nachdenklich stimmt, ist tatsächlich diese Diskussion mit dem Waldorf-Lehrer, der auf der einen Seite lehnen die das immer ab, die haben da eine Kritik an ihrer Pädagogik sehr harsch angegangen, waren dann aber nicht in der Lage, letztendlich in der klaren Diskussion das wirklich zu entkräften. Und ich habe gerade was diesen Rassismusgedanken angeht, so ein bisschen auch den Eindruck gewonnen. Ich habe da ja auch noch ein bisschen drüber nachgegrübelt und das, was du mir gerade schilderst, passt tatsächlich zu meinen Gedankengängen. Wenn ich
anthroposophisch indoktriniert, und das Wort benutze ich sehr bewusst an der Stelle, bin und so sozialisiert worden bin, dann bin ich für mich in meiner Wahrnehmung, weil ich ja ganz anders erzogen bin, weil meine Sinne ganz anders entwickelt sind, weil mein Astralleib ganz anders entwickelt ist, für mich in meiner moralisch-ethischen Wahrnehmung natürlich kein Rassist. Genau. Jeder, der aber diese Indoktrination nicht durchlaufen hat, sagt, das, was du lebst und fühlst und wahrnimmst und von mir aus auch schaust, ist zutiefst rassistisch. Ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, da genau dieser Knackpunkt, da habe ich wirklich in den letzten Tagen drüber nachgegrübelt, wo man, glaube ich, gar nicht auf einer Ebene diskutieren kann. Wo die für sich sagen, ich bin kein Rassist. Mhm. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich meine das alles ganz anders. Du bist nur nicht in der Lage, das zu verstehen. Mhm. Und wenn man von draußen drauf guckt, sagt man, natürlich bist du Rassist. Ja. Dass die vielleicht... nicht irgendwo stehen und Asylantenheime anzünden, das glaube ich denen sogar, was man vielleicht so typischerweise mit Rassismus versteht. Aber die Denkart ist in Teilen menschenverachtend. Also das sind in der Tat keine Skinhead-Holbien. So. Ganz eindeutig nicht. Und also auf so einer Ebene funktioniert der Rassismus auch nicht. Aber Andreas Lichter hat mir zum Beispiel auch gesagt, dass ihm mal eine Anthroposophin gesagt hat, wieso, dass die Schwarzen degeneriert sind, das ist doch kein Rassismus. Die werden doch dann möglicherweise als Weiße wiedergeboren. Hm. Oh Himmel. Mhm. Also auch das, ne? Auch wenn man sagt, wir haben ja auch Migranten an unserer Schule. Das muss nicht im Widerspruch zu dem Rassismus stehen, sondern man kann ja dann auch die entlang ihrem Karma so führen, dass sie dann möglicherweise in ihrem nächsten Leben vielleicht Weiße werden. Mhm. Wenn du heute als Behinderter auf die Welt kommst, dann ist das Ausdruck von Sünden und Lügen und schlechten Taten, die du in deinem vorherigen Leben begangen hast. Jetzt sind wir gerade noch mal beim Karma. Ich möchte eine Sache noch ansprechen, weil ich genau weiß, dass wir danach gefragt werden, und zwar das Thema Waldorfschulen und Impfen. Da haben wir ja auch zumindest in der Diskussion hinterher noch drüber sprechen können nach dem Vortrag. Das heißt, also es ist tatsächlich so, das hat mich selber gewundert, ich war auch ganz froh, dass ich mal Gelegenheit hatte, mit einem Waldorf-Lehrer darüber zu sprechen, dass dort das Impfgegnertum sehr weit verbreitet ist, weil man der Meinung ist, dass Krankheiten direkt aus dem Karma resultieren, das heißt also ein Resultat des vorherigen Lebens sind, und dass Kinder quasi nur gestärkt aus so einer Krankheit hervorgehen können, dass sie also quasi durchmachen müssen und dass man tunlichst nicht diesen schweren Eingriff des Impfens vornehmen sollte. Ne? Also das Schicksal hat das sozusagen vorherbestimmt für die Kinder, dass diese Krankheiten stattfinden sollen. Ja, ich habe an dem Abend ja dann auch nochmal nachgefragt, André, mit dem Waldorf-Lehrer, mit dem wir gesprochen haben, der, glaube ich, 5 Kinder hatte, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Ja. Und der hat tatsächlich alle seine Kinder nicht impfen lassen. Du hast gerade auch schon gesagt, Alexa, Impfen ist ein Eingriff, eine Belastung für das Kind, so hat er es formuliert. Und ich habe dann ja nachgefragt und habe ihn danach gefragt, ob es denn nicht so sei, dass die Erkrankung eine größere Belastung als der Impfvorgang ist. Und da brauchen wir uns nicht drum unterhalten, Impfen ist invasiv, natürlich ist das so. Aber natürlich ist eine Masernimpfung nicht so belastend für das Kind wie eine Masernerkrankung. Auch da sind sich, glaube ich, alle Beteiligten einig. Und da war er nicht in der Lage, eigentlich gegen zu argumentieren. Also das war ja auch wieder eine von diesen Pausen, die du, das finde ich sehr schön, wie du die jetzt ja gedeutet hast, die Pausen, André, gemacht hat. Und dann ist leider an der Stelle, muss ich sagen, ja der Waldorf-Vater in die Bresche gesprungen und hat das dann das Gespräch so an sich gerissen und hat es dann wieder so gebogen, sodass der Lehrer dann eine Fluchtmöglichkeit hatte und hat dann gesagt, naja, also die Krankheiten, die das Kind nicht kriegen sollte, da haben wir natürlich gegen geimpft, Diphtherie und so. Aber auch er sagte ganz eindeutig, dass also Masern nicht geimpft wird, Röteln wird da nicht geimpft und das ist einfach unnötig. Ja, also Pocken, das will ich an dieser Stelle einmal noch gerade sagen, wir haben die Pocken in unserer Industriegesellschaft nicht mehr, weil es gelungen ist, die Population ausreichend durchzuimpfen, sodass heute wir, unsere Generation, schon keine Pockennarbenimpfung mehr haben, die meine Eltern zum Beispiel noch haben. Ja. Und genau das wäre mit den Masern auch möglich, wohl wissend, auch das möchte ich noch einschränken, dass es natürlich
Migrationshintergrundskinder gibt, wo das mit dem Impfen auch nicht so weit her ist. Aber trotz allem halte ich das, glaube ich, eher für eine geringere Gefahr. Denn wenn man sich die Masernepidemien anschaut, die es so gibt in Deutschland, dann ist es meist so, dass als Herd, als Zentrum dieser Epidemien Waldorfschulen auftreten. Also ganz wichtig nochmal zu sagen, wer sein Kind nicht impfen lässt, der gefährdet nicht nur sein eigenes Kind, sondern gefährdet auch die ganzen Menschen in der Umgebung. Also ja. Das ist, genau, als ob man ständig mit dem Auto zu schnell fährt, da gefährdet man auch nicht nur sich selber, sondern auch andere. So, das möchte ich nochmal an der Stelle erwähnen. Und also das war mir nochmal ganz wichtig. Und da tat es mir leid, dass das dann so war, dass wir da nicht in die Diskussion eingetreten sind. Aber das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn man über Waldorf spricht, muss man das auch wissen, dass man Kinder nach Waldorf-Ansicht, nach anthroposophischer Ansicht, nicht impft, sondern im Zweifelsfall krank werden lässt. Auch mit der Ausnahme, gewisse Krankheiten ja, aber die Kinderkrankheiten, so wurde das bezeichnet. Nee, das ist schon gut fürs Kind, das muss das auch mal durchstehen. Ja, genau. Nicht schön. Also es fällt auf jeden Fall auf, ne? Ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt, aber wenn man mal einfach Masern und Waldorf googelt, das sieht Spaß, kann sich ja jeder mal machen, dann sieht man da ganz schnell, dass man da auffällig viele Treffer bekommt. Ja. Eine Sache noch, über die wir bisher nur einmal am Rande gesprochen haben, war, dass es in Waldorfschulen zunächst mal keine Schulnoten gibt. Richtig, ja. Das zieht ja auch viele Eltern an, ne? Das zieht viele Eltern an, weil die sagen, naja, dieser Leistungsdruck, der auf der, das war auch übrigens ja in deinem Vortrag hier in Hamburg am Dienstag, wo dann ja auch jemand aus dem Publikum sagte, der Leistungsdruck unserer Gesellschaft, und das beginnt doch schon in den Staatsschulen mit den Noten und dem Druck, der auf die Kinder ausgeübt wird. Das ist ja eine ganz häufige Argumentation. Aber vielleicht sagen wir mal, was diesen Noten entgegensteht. Über das Notensystem kann man sich natürlich auch streiten, dass, ob das Sinn macht oder nicht, aber sagen wir mal zunächst mal so, wie es in Waldorfschulen läuft. André, da hast du ja auch, glaube ich, einiges zu berichten, ne? Genau, also da gibt es Textzeugnisse, und zwar nicht so Textzeugnisse, wie man die vielleicht aus Grundschulen kennt. Häufig wird ja in der Grundschule, vor allem in den ersten Schuljahren, manchmal auch vom ersten bis zum vierten Schuljahr, ein Textzeugnis ausgeteilt an der Staatsschule. Aber im Unterschied zu so einem Zeugnis wird an der Waldorfschule richtig umfangreich charakterisiert und es werden auch Wünsche an das Kind formuliert, wie es sich denn bitte verhalten möge. Und es gibt am Ende von so einem Zeugnis immer so einen Zeugnisspruch, der auch auswendig gelernt werden soll und der ganz regelmäßig entweder vor der Klasse oder vor allen Klassen, vor allen Schülern oder auch vor der gesamten Schulöffentlichkeit, also inklusive Eltern, dann aufgesagt wird. Das sind so, ja, ein Beispiel, da steht Arbeit zur rechten Zeit Spiel, Schaffen und Lauschen führt uns zum Ziel. Und das sind dann halt so Sachen, die so Sprüche, die sollen vom Lehrer auf das Kind übergehen im Laufe dieses Schuljahres. Und das hat ja auch sowas. Ja, das ist ein Mantra, ne, oder so. Ne? Ja, genau. Das ist einfach Gesinnungspädagogik an der Stelle. Ich habe an einer anderen Stelle, ja, hier habe ich einen Ausschnitt aus einem Waldorfzeugnis 9. Klasse. Da steht bei einem aufmüpfigen, kritischen Jungen für das Fach Geschichte, also es mangele ihm an kraftvollem Arbeitseinsatz, die häuslichen Aufgaben zu verrichten und den Darbietungen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu folgen. Ja, und ein Jahr später steht hier bei Herrn Prange das Buch, das wir vielleicht auch mal verlinken soll, oder was ihr mal verlinken könntet, weil das wirklich ein super wissenschaftliches Buch ist, was man gut lesen kann und wirklich kurzweilig zu lesen ist über diese ganze Problematik. Also der Prange schreibt es da. Ein Jahr später ist Besserung zu erkennen. Der Musiklehrer atmet auf. Zitat, er hat mit der Zeit immerhin so viel Achtung vor der Musik Beethovens entwickelt, dass er die grobianistischen Störungen unterlassen konnte. Grobianistische Störung finde ich schön. Und also das Fazit von Professor Prange ist, die Zeugnisse der Waldorfschule sind das Paradestück der Gesinnungspädagogik. Gegründet auf die Zuversicht, der Lehrer könne mit dem sicheren Blick eines kleinen Gottes die innere Einstellung, die Motive und Zukunftsaspekte des Lernenden erfassen. Und das finde ich das formuliert ja ganz knackig. Und das ist eine Sache, das würde ich mir als Lehrer nie anmaßen, das zu können. Und selbst wenn ich es könnte, finde ich, sollte ich es nicht tun.
Ja, André, jetzt haben wir ja dieses Interview nicht ganz ohne Grund gemacht. Natürlich hatten wir schon immer vor, über Waldorf, Schulen und Rudolf Steiner zu sprechen, aber wir haben ja auch einen aktuellen Sachbezug, warum gerade jetzt auch für uns als Neu-Hamburger das Thema so auf dem Tableau ist. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte zu sagen. Ja, genau. Also in Hamburg gibt es Pläne, die erste vollstaatliche Waldorfschule im Rahmen eines Schulprojekts entstehen zu lassen. Und da wird es dann natürlich nochmal besonders haarig, wenn man, also anders gesagt, wenn ich das als freie Schule habe mit einer eigenen Ausrichtung, dann ist das die eine Sache, aber im Staatsbetrieb ist es dann vielleicht nochmal was anderes. Und so Schulversuche sind ja an sich dazu da, neue Erkenntnisse oder neue Wege auszuprobieren. Und ich frage mich da schon, was jetzt an der Waldorfpädagogik so bahnbrechend neu sein soll, dass man das in der Staatsschule mal ausprobieren müsste. Du hast auch mit den Bildungsbeauftragten in Hamburg zum Teil schon Kontakt gehabt und hast da auch mal nachgefragt, ne? Ja, genau. Also im Rahmen meiner Anfragen, die ich an alle Schulbehörden geschickt habe, habe ich mich natürlich auch in Hamburg gewendet und ja, ich habe Monate gebraucht, um da eine schriftliche Antwort zu bekommen. Das ist dann am Dienstag erst erfolgt, ganz knapp vom Skeptics in the Pub. Und ansonsten habe ich häufiger mit Herrn Albrecht, das ist der Pressesprecher vom Senator Raabe, vom Bildungssenator, telefoniert. Und ja, das war immer ganz freundlich, aber sehr unkonkret. Und er hat mir dann immer versichert, dass das jetzt auch dann wirklich mal was wird mit einer Antwort. Aber es hat insgesamt 3 Monate gedauert, bis ich eine hatte. Jetzt habe ich eine und die ist auch relativ unkonkret. Also ich habe halt gefragt, unter anderem, was er denn so bahnbrechend anders findet und was er so nachahmenswert findet an Waldorfpädagogik, dass man das mal probieren sollte in der Staatsschule. Und er sagt, er sieht da vor allen Dingen den ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die kognitiven als auch die emotionalen und handwerklich-künstlerischen Aktivitäten im Unterricht zusammenführt. Das sieht er als wegweisend. Die künstlerisch-musische Ausrichtung soll im Mittelpunkt stehen. Das unterstreicht er. Viel mehr sagt er eigentlich nicht und verweist dann auf Verhandlungen. Der Bund der Freien Waldorfschulen, der ist da aber auch schon ein bisschen auf der Hut und sagt, also Waldorf Light sollte das Ganze auf jeden Fall nicht werden. Mhm. Das heißt, also Sie meinen das schon ernst, Sie wollen das schon irgendwie wirklich dann so durchziehen? Also das so soll nicht einfach nur wischiwaschi ein paar, ein bisschen Werbung sein für Waldorf und ein paar nette Kleinigkeiten einführen, sondern Sie möchten dann auch schon, glaube ich, das komplette Paket. Mhm. Allerdings, so viel habe ich von Herrn Albrecht schon erfahren, soll es anders als an anderen Waldorfschulen doch eine Schulleitung geben. Mhm. Also bleibt das so eine spannende Geschichte, was sich daraus entwickeln wird. Geplant ist der Start dieser Schule für 2014, ne? Ja, das ist richtig, genau. Und ich denke, da sind wir als Skeptiker auch gefragt, da mal aufzustehen und zu sagen, nee, so geht das nicht, Herr Raabe, da sind wir nicht mit einverstanden. Und wir lassen uns da unser Schulsystem nicht so verwässern und mit esoterischen Theorien vollpumpen. Ja, vor allen Dingen klingt das auch so, als wolle er die eventuellen Kritiker auch so ein bisschen mit Phrasendreschen einlullen, ne? So nach dem Motto, ihr müsst euch damit gar nicht weiter auseinandersetzen, wir wissen schon, was wir tun. Und das ist natürlich genau falsch, man sollte sich damit auseinandersetzen. Genau, und nichts Konkretes weiß man noch nicht. Also auf konkrete Fragen wird halt nicht eingegangen. Da laviert man so ein bisschen rum und das sehe ich auch ganz kritisch. Also Schulversuche müssen wissenschaftlich begleitet werden. Da kann man mir aber auch noch nicht sagen, wer das machen soll und wie das Ganze gedacht ist. Also ich denke, wir sollten da gut aufpassen und ja, wie gesagt, gegebenenfalls die Stimme erheben und zu sagen, nee, so geht das nicht. Ja, das wird dann nochmal alle Hörer sicherlich sehr interessieren. Und wir schauen mal, ob wir da nochmal Möglichkeiten finden. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Unterschriftenliste oder sowas. Ja, genau. An sowas habe ich auch schon gedacht, sowas mal zu tun. Das ist in Vorbereitung, aber ist halt noch nicht fertig. Wunderbar, aber da hältst du uns dann ja sicherlich auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben zumindest in Teilen etwas mehr beleuchtet, was in der Waldorfpädagogik steckt, was sich dahinter verbirgt, dass es nicht eine weiche Pädagogik ist, die unfassbar viel mehr Sinn macht für das Kind, sondern es ist eine Pädagogik, die auf wenn man sie denn so nennen will,
die auf esoterischen Beinen steht, die auf rassistischen Beinen steht. Ob das so wahrgenommen wird von denjenigen, die es praktizieren oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist von außen betrachtet so, die mit der Gesundheit der Kinder spielt. Darüber sollten sich alle Eltern nochmal auch Gedanken machen. Und nochmal, das ist nicht so, dass man sagt, ich nehme mir nur das, was ich möchte, sondern das ist schon so, dass die Waldorf-Pädagogen auch Einfluss auf die Eltern ausüben. Und man wird sich da nicht mehr von frei machen können irgendwann. Dessen sollte man sich an der Stelle bewusst sein. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal erwähnen, da wir die betreffenden Personen jetzt hier nicht zu Gast haben konnten in unserem Gespräch, dass die mir nicht wirklich unsympathisch waren. Das waren jetzt keine Dämonen, wenn wir da mal bleiben wollen, sondern das waren durchaus intelligente Menschen. Ja. Das waren Menschen, die reflektionsfähig in gewissen Zügen waren. Das waren Menschen, mit denen man auch wirklich auf einem gehaltvollen Niveau ein Stück weit diskutieren konnte. Aber ja. Menschen, deren grundsätzliche Weltanschauung so weit ab von meiner Weltanschauung ist, dass es da keinerlei, ja, Konsens letztendlich geben konnte, weil mein wissenschaftlich kritisches, aufklärerisches Weltbild, was vielleicht auch nur ein Weltbild ist, was ich vielleicht irgendwann mal revidieren muss, aber ich finde nach wie vor, es ist das beste Weltbild, was man haben kann, solange wie es kein besseres gibt. Und das anthroposophische Weltbild sind vollkommen unvereinbar und in so vielen Teilen halte ich es halt auch für ja einen wirklichen Rückschritt. Du hast es schon mal gesagt, das kommt aus voraufklärerischen Zeiten quasi, obwohl es zeitlich gar nicht da so liegt, so muss es einem vorkommen, so ist es ja auch. Und ja, das wollten wir mal vermitteln. Und André, du als Experte, den wir hier zu Rate gezogen haben, gibt es noch etwas, was du an der Stelle unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest zum Abschluss? Ja, also ich möchte vielleicht nochmal sagen, dass ich natürlich nicht weiß, was an jeder einzelnen Waldorfschule passiert. Und auch gestern waren wieder Gäste aus einer Waldorfschule da, die dann sagten, dass bei ihnen alles ganz anders ist. Das ist auch möglich. Ich habe da letztendlich dann doch wieder Zweifel bekommen im Gespräch, weil es genauso war, wie du es jetzt auch berichtet hast, dass dann doch wieder rumlaviert wird und das alles wieder ein bisschen verdreht wird. Aber ich fände es halt gut, wenn Schulbehörden da einfach mehr reingucken würden, und mal schauen würden, was da tatsächlich gelehrt wird, denn ich sehe das jetzt an meinen Presseanfragen, dass die da häufig keine Ahnung haben. Also heute hat mir noch Brandenburg geantwortet, das kann ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen. Die antworten mir zum Beispiel auf meine Frage, ob denn diese Erziehungsgrundsätze, Hüllenlehre, Temperamente und so weiter, ob das mit dem Schulgesetz zu vereinbaren sei. Und da kriege ich die Antwort, also Temperamentenlehre, das sei nach ihren Erkenntnissen kein Fach an der Waldorfschule, was nie jemand behauptet hat. Und hier Zitat wird mir geschrieben vom Pressesprecher in Brandenburg. Wir haben auch keinerlei Erkenntnisse, dass diese an Brandenburger Waldorfschulen eine Rolle spielt. Und also da muss man schon taub und blind sein, wenn man das nicht mitbekommt. Und wenn man sich von den Anthroposophen so einlullen lässt und nachher nicht kontrolliert, was tatsächlich passiert und sich nicht mit der Lehre beschäftigt, dann kommt man vielleicht zu solchen Schlüssen. Aber ich denke, unser Staat hätte die verdammte Pflicht, auch weil es um die Kinder geht, genauer hinzugucken. Und das ist vielleicht nochmal ein Appell. Also jeder selbst kann natürlich hingucken, der Staat muss auch nochmal hingucken. Und dass es vielleicht Waldorfschulen gibt oder einzelne Waldorflehrer, die das alles ganz toll machen, das ist völlig unbestritten. Aber die Lehre, die dahinter steht, die ist wirklich krude und die ist abzulehnen. Ja. Und letztendlich natürlich ist es so in Deutschland, und das ist auch gut so in Deutschland, dass natürlich wir ein Land sind, in dem die Entscheidungsfreiheit frei ist. Wir haben hier kein Zwangsschulsystem. Natürlich dürfen Eltern entscheiden, was sie mit ihren Kindern tun. Ich finde nur, es ist auch die Aufgabe, wenn man denn ein Kind in die Welt gesetzt hat, sich umfassend zu informieren und alle möglichen Informationen, die es gibt, zu Rate zu ziehen. Und dann die Entscheidung zu treffen. Genau. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es dann weniger Eltern gibt, die ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken. Aber trotz allem ist das legitim. Und wobei, das muss ich schon einschränkend sagen, die Freiheit hört schon bei unserem Grundgesetz auf. Ne? Also das kann man nicht in Frage stellen. Und ja, der Rassismus, wenn sowas stattfindet, ich
will das nicht jeder einzelnen Schule unterstellen, das nochmal gesagt, das geht halt nicht und da hört die Freiheit auch eindeutig auf. Hast du recht, ja. Auch richtigerweise an der Stelle. Guter Einwand. Ja, André, dann danken wir dir ganz, ganz herzlich, dass du nochmal für uns zur Verfügung gestanden hast. Du warst ja diese Woche wirklich sehr, sehr schwer beschäftigt, hast ja selber Kinder und bist natürlich voll im Berufsleben. Und ja, danke euch aber auch, dass ich das nochmal sagen durfte. Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht diese Woche. Die Leidtragende war meine Frau dann an der Stelle, die das mit den drei Kindern managen musste. Okay. Die grüßen wir an der Stelle genau. ganz herzlich. Genau. Und wir hoffen, dass wir uns dann bald wieder sehen. Und für alle, die sich dann wieder interessieren, man kann die Skeptiker mit dem Artikel von André, den er schon zur Waldorfpädagogik geschrieben hat, nachbestellen. Das werden wir verlinken. Genau, und wir haben gehört, demnächst kommt wahrscheinlich dann nochmal ein Artikel. Genau. Und das kann man sich dann natürlich alles durchlesen. Und dann hat man noch viel mehr Informationen. André, vielen Dank dir. Ganz herzlichen Dank. Und alles Gute und bis demnächst. Euch auch alles Gute. Danke auch. Tschüss. Ja, ich hoffe mal, dass ihr mit diesen interessanten Informationen etwas mehr Durchblick jetzt habt und einschätzen könnt, worum es bei Waldorfpädagogik geht. Nochmal, das sind jetzt nicht unbedingt teuflische Menschen. Wir haben sie ja nur in Teilen auch kennengelernt. Und André hat natürlich auch mehrfach berichtet, dass das so erstmal ganz umgängliche Menschen sind. Aber die Philosophie, die dahinter steckt, ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Wir werden mal überlegen, ob wir nochmal eine dezidierte Folge zu Rudolfstein danach schieben. Auf jeden Fall und vor allen Dingen, also wir haben die Anthroposophie in ihren Grundzügen ja jetzt schon auf jeden Fall mit eingebaut, so sie dann die Grundlage logischerweise für die Waldorfpädagogik bildet. Da ist aber natürlich noch mehr Stoff, über den man mal sprechen könnte. Da sind, also bevor ihr jetzt alle aufschreit und sagt, das und das hat aber gefehlt, das wissen wir, dass wir da noch einige Dinge mehr anbringen können. Und da werden wir sicherlich dann nochmal eine Folge drüber machen. Und die Anthroposophie, auch das nochmal, ist ja auch in großen Zügen auch hinter den Dingen, die an dem Institut an der Via Drina stattfinden. Auch das nochmal, damit man das so ein bisschen vielleicht einordnen kann, was es so mit der Anthroposophie auf sich hat. Aber jetzt wollen wir doch erstmal hören, was es mit der Geschichte und dem Skelett auf dem Beifahrersitz, wer sich noch erinnert, zu tun hat. Da würde ich ja erstmal gerne wissen, ob das überhaupt eine wahre Geschichte ist. Die Auflösung. Ja, hat ein Autofahrer tatsächlich auf einer deutschen Landstraße einen Unfall gebaut, weil ihm ein von einem Skelett gefahrenes Auto entgegengekommen ist. Nein, die Geschichte könnte wahr sein, es ist wieder so typisch für eine moderne Sage, ist es aber nicht. Es ist so eine recht typische Erzählung. Soll wohl, also stammt jetzt in dieser Form aus den 80er Jahren und soll wohl in der Nähe von Celle passiert sein. Und der Grund für die ganze Verwirrung war ja, dass es sich um einen englischen Wagen handelte und es gab da tatsächlich natürlich irgendwie in der Nähe von Celle eine Garnison, quasi eine englische. Insofern hätte das natürlich sein können, dass da ein englisches Auto rumfährt. Aber in dem Fall war es leider vollkommen erfunden beziehungsweise als moderne Sage weitererzählt. Tja, schade, aber eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Ja, damit kommen wir zum Ende der 107. Episode von Hoaxilla. Wir bedanken uns mal wieder bei allen Zuhörern und vor allen Dingen auch vielleicht noch ein ganz kurzer Nachklapp auf unseren Brunch, den wir gemacht haben. Oh, das war toll, auch sehr, sehr lustig. Sind da irgendwie bis 2 Uhr oder noch länger, glaube ich. Beim Brunchen gewesen und das war auch an dieser Stelle, sei das nochmal erwähnt, sehr, sehr nett, mit den Wiki-Geeks was zu machen. Also insbesondere Ralf und Claudia, die da hier vor Ort in Hamburg waren. Das war ein sehr lustiges Wochenende. Und wie wir so aus den Hörerstimmen sowohl bei uns als auch den Wikigeeks gehört haben, ist das ja auch ganz gut angekommen und muss nicht zwingend das letzte Mal gewesen sein, dass sich sozusagen die Wege kreuzen. Ansonsten haben wir noch ein paar Wochen, bis es Weihnachten ist. Das heißt, es gibt noch ein paar Episoden, bevor wir dann in unsere Weihnachtspause gehen. Und dann werden wir auch schon fast in das dritte Jahr einsteigen von Hoaxilla, was ja unglaublich ist. Naja, aber das kommt alles später. Wir hören uns auf alle Fälle am nächsten Sonntag wieder mit einer neuen Episode. Wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.
Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2012.